ich bin ja wach. Endlich ein Mitbewohner, der nicht schnarcht. Großartig. Hast du gut geschlafen? Mann, dafür schnarcht aber mein Mitbewohner. Oh, also, bitte. Flo, weißt du eigentlich auswendig, wo die ganzen Gästezimmer sind? Ja, klar, oben. Ja, okay, aber weißt du vielleicht auch, wo Zimmer 13 vielleicht ist? Zimmer 13? Das gibt's nicht. Echt nicht? Naja, viele Leute glauben ja, dass die 13 nur eine Glückszahl ist und deswegen traut sich keiner in dem Zimmer zu schlafen. Hm. Warte mal. Ich weiß doch, wo Zimmer 13 ist. Echt? Wo? Es ist... Ja? In... einem anderen Hotel, wo es keine abergläubischen Gäste gibt. Klingt jetzt gut, oder? Anna, tut mir leid, das mit gestern. Aha. Also ich will wirklich nicht, dass du gehst. Deine Krawatte. Du siehst aus wie ein Zirkusaffe. So. Jetzt siehst du aus wie ein Zirkusdirektor. Ich habe übrigens die Lösung für unser Problem. Ein paar Kilometer von hier gibt's noch ein Hotel. Und? Und die haben mir gerade gesagt, wie glücklich sie wären, wenn da jemand anfangen würde. Es ist doch cool. Na gut, auf jeden Fall besser als nach Hause zu fahren. Du findest die Idee so gut? Ja, eigentlich sogar sehr gut. Echt nett von dir, dass du das für mich machst. Nicht der Rede wert. Du kannst dich übrigens gleich auf den Weg machen. Die erwarten dich noch heute. Mich? Und was ist mit dir? Ich bleib hier, Zirkusaffe. Unten aufs Brot, weil das auch einfach besser aussieht. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Wie wär's mit dem Kakao? Ja. Leer. Aber... Zaubermagic. Ich hol 9. Morgen. Morgen. Kann ich mal die Butter haben? Klar. Die steht da. 3, 2, 1. Exakt 12:08. Personaleinweisung. Leute, ebenfalls ich den Kakao da. So. Wie spät ist es? 12. Es ist genau 12:08. Wann solltest du hier sein? Herr Leopold, ich wollte nur kurz Kakao. Um exakt 8:12. Oh, Flo, schade. Schade, schade. Herr Leopold, schade. Du machst 30. 20. 50? Geschenke. Gut. Jack? Laut Ruth sind alle Zimmer fertig. Mhm. Wir sind dem Zeitplan voraus. Mhm. Wir haben 6 neue Reservierungen, darunter Victoria von Lippstein. Mhm. Victoria von Lippstein kommt heute. Und das sagst du erst jetzt? Sie hat heute Morgen erst reserviert. Müsste gleich da sein. Oh. Wer? Die Tochter von Serena von Lippstein. Ihre Mutter leitet die größte Reiseagentur Europas. Wir verdanken ihr bestimmt jeden zweiten Gast. Lenny, das Menü heute muss perfekt sein. Jawohl, Sir. Der Rest bringt das Hotel auf Hochglanz. Alles muss tipptopp in Ordnung sein. Ich hasse Hochglanz. Ich hasse Muscheln. Und das tut auch nicht zur Sache. Und nicht vergessen, der Beste darf bleiben. Oder die Beste. Thank you.
ja schon sehr schön aus. Alles erledigt, Herr Leopold. Ich habe eben noch den Dachboden aufgeräumt. Oh, sehr gute Arbeit, Tom. Sehr gut. Schöne Blumen, Anna. Herr Leopold? Ja? Niemand kommt in die Nähe meines Büros. Niemand. Außer mir und meinem Sohn, verstanden? Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, was für ein wunderschönes Hotel Sie haben. Ja, wir sorgen auch gut dafür. Schon seit Generationen. Hat sich im Laufe der Jahre irgendwas verändert? Die Aufteilung der Zimmer oder die Zimmernummern? Wie meinst du das? Naja, kann es sein, dass es früher vielleicht mal ein Zimmer... Oh, hier ist ein Paket angekommen. Persönlich für Herrn Richard Leopold. Sprich mit niemandem darüber. Schon gar nicht mit Richard. Wenn ich dir sonst noch irgendwie behilflich sein kann? Entschuldigung. Endlich. Guten Tag, verehrte Dame. Was kann ich für Sie tun? Was? Das hättest du zu mir sagen müssen. Geht ja gut los. Das ist alles, Frau von Lippstein. Victoria von Lippstein. Victoria von Lippstein? Ich sag ja auch nicht. Wie ist dein Name? Tom. Tom, der Hoteldiener. Obwohl, vielleicht sag ich's dir doch. Frau Victoria von Lippstein. Wir fühlen uns geehrt, dass Sie Hotel 13 für Ihre Ferien ausgewählt haben. Ferien? Da wäre ich bestimmt nicht hier. Arbeit. Ich soll das Hotel im Auftrag meiner Mutter begutachten. Begutachten? In unserem Angebot gibt's viel zu viele durchschnittliche Hotels. Die schlechtesten sortieren wir aus. Endgültig. Frau von Lippstein? Sie bekommen unsere schönste Suite. Tom, ich wünsche Ihnen einen grandiosen Aufenthalt in unserem Etablissement. Ach ja, ich bin allergisch gegen Langsamkeit. Den da vorne? Den. Den. Ich bin schön. Sie haben mir geredet. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Frau von Lippstein möchte einen Obstsalat. Obstsalat, kommt sofort. Lenny, sag mal... Gibt's einen Grundriss vom Hotel? Einen? Warum? Naja, wenn ich Gepäck aufs Zimmer bringen muss, dann weiß ich, wo ich hin soll. Also wenn es einen Grundriss gibt, dann in Herrn Leopolds Büro. Büro? Vielleicht klärst du das mit Herrn Leopold am besten selbst. Ach, ist schon okay. Ich finde die Zimmer auch so. Danke. Bisschen direkt, oder? Ja. So kann sie noch etwas knobeln. Oh, super Idee, Lenny. Ich trau mich nicht. Gib her, ich mach schon. Danke, Lenny, du bist ein wahrer Freund. Oh, und sag ihr, dass es ein Puzzle ist. Und von mir. Geht es Ihnen gut? Sie wird dir nicht antworten. Sie redet nie. Schon seit Jahren nicht mehr. Darf ich vorstellen? Herr Leopolds Tante, 100 Jahre alt. Hallo. Obstsalat für... Endlich.
Muss denn erst noch ein Baum gepflanzt werden? Baum gepflanzt werden? Das war ein Puzzle. Gut, ich muss kurz weg. Ich bin in exakte einer Stunde, 16 Minuten und 12 Sekunden wieder zurück. Alles klar, Herr Leopold. Also wenn es einen Grundriss gibt, dann in Herrn Leopolds Büro. Pinke Pause. Wie wär's mit 13? Das war klar. Ich geht's weiter mit Victoria. Zack, 12 Minuten nach 8. Oh, Flo, schade. Schade, schade. Schade. Du machst 30. 20. 50? Geschenke. Gut. Jack. Laut Ruth sind alle Zimmer fertig. Mhm. Wir sind dem Zeitplan voraus. Mhm. Haben 6 neue Reservierungen, darunter Victoria von Lippstein. Hm? Victoria von Lippstein kommt heute. Und das sagst du erst jetzt? Sie hat heute Morgen erst reserviert. Müsste gleich da sein. Oh. Wer? Die Tochter von Serena von Lippstein. Ihre Mutter leitet die größte Reiseagentur Europas. Wir verdanken ihr bestimmt jeden zweiten Gast. Lenny, das Menü heute muss perfekt sein. Jawohl, Sir. Der Rest bringt das Hotel auf Hochglanz. Alles muss tipptopp in Ordnung sein. Ich hasse Hochglanz. Ich hasse Muscheln. Und das tut auch nicht zur Sache. Und nicht vergessen, der Beste darf bleiben. Oder die Beste. Schon sehr schön aus. Alles erledigt, Herr Leopold. Ich habe eben noch den Dachboden aufgeräumt. Oh, sehr gute Arbeit, Tom. Sehr gut. Schöne Blumen, Anna. Herr Leopold? Ja? Niemand kommt in die Nähe meines Büros. Niemand. Außer mir und meinem Sohn, verstanden? Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, was für ein wunderschönes Hotel Sie haben. Ja, wir sorgen auch gut dafür. Schon seit Generationen. Hat sich im Laufe der Jahre irgendwas verändert? Die Aufteilung der Zimmer oder die Zimmernummern? Wie meinst du das? Nein. Ich weiß doch, wo Zimmer 13 ist. Echt? Wo? Es ist ja in
einem anderen Hotel, wo es keine abergläubischen Gäste gibt. Klingt jetzt gut, oder? Anna, tut mir leid, das mit gestern. Aha. Also ich will wirklich nicht, dass du gehst. Deine Krawatte. Du siehst aus wie ein Zirkusaffe. So. Jetzt siehst du aus wie ein Zirkusdirektor. Ich habe übrigens die Lösung für unser Problem. Ein paar Kilometer von hier gibt's noch ein Hotel. Und? Und die haben mir gerade gesagt, wie glücklich sie wären, wenn da jemand anfangen würde. Das ist doch cool. Na gut, auf jeden Fall besser als nach Hause zu fahren. Du findest die Idee so gut? Ja, eigentlich sogar sehr gut. Echt nett von dir, dass du das für mich machst. Nicht der Rede wert. Du kannst dich übrigens gleich auf den Weg machen. Die erwarten dich noch heute. Mich? Und was ist mit dir? Ich bleib hier, Zirkusaffe. Unten aufs Brot, weil das auch einfach besser aussieht. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie wär's mit dem Kakao? Ja. Leer. Zaubermagic. Ich hol 9. Morgen. Morgen. Kann ich mal die Butter haben? Klar. Die steht da. 3, 2, 1, exakt 12:08. Personaleinweisung. Leute, gebt euch den Kakao. Hallo! Wie spät ist es? 12. Es ist genau 12:08. Wann solltest du hier sein? Herr Leopold, ich wollte nur kurz Kakao. Um exakt 8:12. Oh, Flo, schade. Schade, schade. Herr Leopold, schade. Du machst 30. 20. 50? Geschenke. Gut. Jack? Laut Ruth sind alle Zimmer fertig. Mhm. Wir sind dem Zeitplan voraus. Mhm. Wir haben 6 neue. So. Jetzt siehst du aus wie ein Zirkusdirektor. Ich habe übrigens die Lösung für unser Problem. Ein paar Kilometer von hier gibt's noch ein Hotel. Und? Und die haben mir gerade gesagt, wie glücklich sie wären, wenn da jemand anfangen würde. Das ist doch cool. Na gut, auf jeden Fall besser als nach Hause zu fahren. Du findest die Idee so gut? Ja, eigentlich sogar sehr gut. Echt nett von dir, dass du das für mich machst. Nicht der Rede wert. Du kannst dich übrigens gleich auf den Weg machen. Die erwarten dich noch heute. Mich? Und was ist mit dir? Ich bleib hier, Zirkusaffe. Unten aufs Brot, weil das auch einfach besser aussieht. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie wär's mit dem Kakao? Ja. Leer. Zaubermagic. Ich hol 9. Morgen. Morgen. Kann ich mal die Butter haben? Klar. Die steht da. 3, 2, 1, exakt 12:08. Personaleinweisung. Leute, gebt euch den Kakao. Hallo! Wie spät ist es? 12. Es ist genau 12:08. Wann solltest du hier sein? Herr Leopold, ich wollte nur kurz Kakao. Exakt 12:08. Oh, Flo, schade. Schade, schade. Herr Leopold, schade. Du machst 30. 20. 50? Geschenke. Gut. Jack? Laut Ruth
sind alle Zimmer fertig. Mhm. Wir sind dem Zeitplan voraus. Mhm. Wir haben 6 neue Reservierungen, mhm, darunter Victoria von Lippstein. Mhm. Victoria von Lippstein kommt heute. Und das sagst du erst jetzt? Sie hat heute Morgen erst reserviert. Müsste gleich da sein. Oh. Wer? Die Tochter von Serena von Lippstein. Ihre Mutter leitet die größte Reiseagentur Europas. Wir verdanken ihr bestimmt jeden zweiten Gast. Lenny, das Menü heute muss perfekt sein. Jawohl, Sir. Der Rest bringt das Hotel auf Hochglanz. Alles muss tipptopp in Ordnung sein. Ich hasse Hochglanz. Ich hasse Muscheln.